Minecraft Elements Game Show. Einer dieser Knöpfe löst die Sprengfalle aus. Jan tritt gegen mich in einem Minecraft-Quiz um unser Leben an. Der Verlierer wird mit TNT gesprengt. No way. Es war ja wirklich Tinte drunter. Doch danach eskaliert alles. Wo bin ich? Na, was denkst du? So, ich bin Cam-Account. Oh, oh mein Gott! Was in der Game Show passiert ist und warum es danach zur Eskalation kommt, seht ihr jetzt. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und zu kommentieren. Wollt ihr mehr solcher Game Shows sehen? Ich muss in Minecraft Elements jetzt schon über 250 Goldblöcke für jeden neuen Abonnenten setzen. Und du kannst dazugehören. Sag mal, wie lange seid ihr beiden noch da und wie viel Zeit und Lust habt ihr, etwas zu machen? In so eine Stunde. Schaffen wir. Tjan. Ich wäre auch da. Okay, cool. Ich will nachher ein Spiel mit euch spielen. Ein Spiel? Oh, er ist so. Junge, er ist einfach so. Er will ein Spiel spielen. Ich muss doch vielleicht früher los. Okay, ich werde das Spiel jetzt vorbereiten. Wir treffen uns am besten gleich bei der Kakaobohnenfarm, erkläre ich euch alles. Und dann heißt es, ab geht's. Seid ihr bereit? Ja, ich bin absolut ready. Okay, ja dann. Tjan, Space, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi, Jonah. Ich sehe, ihr habt 22.000, 21.000 Level mitgebracht. Das wird spaßig, oder? Tjan, gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Das lässt sich deutlich besser rauskriegen, ja? Wer der Bessere von euch beiden ist. Wie wär's, wenn wir ein Spiel spielen? Oh. Seid ihr dabei? Ja, okay, lass ein Spiel spielen. Ist in Ordnung. Okay, ich zeige euch das Spiel, aber bitte nichts anfassen, sonst gibt's nachher ein bisschen Dings. Also, wir werden gleich blamieren oder kassieren spielen. Das kennt ihr bestimmt, oder? Oh mein Gott, ja. Ich habe nur davon gehört, ich kenn's nicht. Die Regeln von blamieren oder kassieren kann ich gleich erklären. Das ist Buzzer. Tjan, du stehst gleich hier und Space, du stehst gleich hier. Mhm. Und ihr könnt dann buzzern. Und derjenige, der zuerst buzzert, der zeigt das dann an. Okay, seht ihr? Okay, ja. Ich tu mal so. Ich frag dann, ich frag meine Frage zum Beispiel. Was macht 3 plus 3? 6. So, Space ist dran, er war auch schneller. 6 ist richtig. Boah. Das Ding ist quasi, Space ist jetzt safe und Tjan, du müsstest jetzt etwas machen. Komm mal mit. Ihr kommt mal beide mit. Wir gehen jetzt hier hin und bitte jetzt nichts drücken. Kennt ihr dieses Krokodil mit den Zähnen? Oh, wo man die Zähne reindrückt, ja. Und jemand schnappt es zu? Nein, ja, kenn ich. Hier drunter ist eine sehr, sehr explosive Sprengfalle. Und einer dieser Knöpfe löst die Sprengfalle aus. Oh mein Gott. Oh nein, ich weiß noch auf den Wenn hier steht, dürft ihr keine Items im Inventar haben und ihr dürft auch keine Lytra anhaben und auch keine Rüstung anhaben. Ihr steht hier quasi nackig, okay? Nackig. Okay, ich bin nackig. So. Ich bin entblößt. Es gibt maximal 8 Fragen. Es kann sein, dass es jetzt schon sehr schnell geht. Es kann auch sein, dass es nicht schnell geht. Ich erkläre euch jetzt die Regeln von blamieren oder kassieren und dann wird gespielt. Und jeder muss immer einen Knopf drücken und kommt danach wieder zurück, der dann verfehlt hat. Okay? Schafft ihr das? Okay. Ja. Gut. Okay, geil. Also, blamieren oder kassieren funktioniert wie folgt. Ich werde gleich etwas vorlesen, einen Text vorlesen und irgendwann kommt in dem Text eine Frage. Sobald ihr buzzert, höre ich auf vorzulesen und ihr habt dann die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Die Antwort muss die richtige sein. Ist sie nicht die richtige, quasi kriegt der andere mehr oder weniger einen Punkt. Verstanden? Ja. Du liest einen Text vor und wir müssen ready sein jederzeit, dass da in dem Text eine Frage verarbeitet ist. Genau. Und sobald die Frage kommt, geht es natürlich darum, wer als schnellstes beantwortet. Aber das Ding ist, der Text ist manchmal so gemacht, dass er schon erahnen lässt, welche Frage kommen wird. Wenn du die richtige Antwort gibst, ist natürlich gut. Seid ihr bereit? Ja, bitte. Gut, okay. Dann geht es jetzt los. Ich bin ready. Minecraft-Updates sind immer was Schönes. Man freut sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf die angekündigte Neuerung und am Ende wird beinahe nur die Hälfte released. Jetzt geht es aber um ein sehr farbenfrohes Update und zwar das Update The World of Color. In welcher Minecraft-Version wurde dieses Update released? Was ist das für ein Update? World of Color? Falsche Antwort ist, wir müssen auch drücken. Mhm, ihr müsst jetzt drücken, sobald ihr es wisst. Achso, wer näher dran ist, Minecraft-Version? Nein, das muss die richtige Antwort sein. Ihr könnt den Chat natürlich zur Hilfe mitnehmen, aber wer als erstes jetzt drückt und sagt, in welcher The World of Color, in welcher Minecraft-Version wurde dieses Update released? Okay. Tjan? 1.8. Du bist tot. Das ist falsch, es wäre 1.12. Tjan, du darfst nicht. Ich hätte 1.13 und 1.14 gesagt, ne? Oh mein Gott. Natürlich, als ob das 1.8 ist. Oh mein Gott. Drück! Viel Erfolg. Oh mein Gott. Space, wir bleiben besser hier. Oh mein Gott, ja, stimmt, du hast recht. Oh, wie viele sind falsch, wie viele sind richtig? Einer macht bumm. Oh, Tjan. Oh mein Gott. Glück gehabt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja wirklich wie bei dem Krokodilspiel. Ja. Okay, dann kommt zurück, es geht weiter. Komm, Tjan, komm. 22.000, ich will mir ein Upgrade kaufen mit den letzten Ich auch. Junge. No risk, no fun. Hier kommt Frage Nummer 2. Sieht man die Fragen hier? Hat das dir aufgeschrieben? Nein. Okay, schade. Das ist nur, damit man sieht. Okay, hört gut zu. Ja. Wenn dann die neue Minecraft-Version draußen ist, möchte jeder der Schnellste sein und sie erkunden. Bleiben wir bei der Geschwindigkeit. Die normale Gehgeschwindigkeit von Steve beträgt 4,3 Meter pro Sekunde. Selbst wenn er sprintet, während er noch langsamer ist. Nee, komm nicht raus, Leute. Das ist ja doof, wenn ihr
gehabt, ne? Selbst wenn er sprintet, wäre er noch langsamer als eine Spielstraße mit dem Auto erlaubt. Nämlich... Fuck. Ich hab keinen Führerschein. Ich hab keinen Führerschein. Warte, ich wohne in der Spielstraße. So eine Scheiße. Ich sage, warte, Geschwindigkeit, ist das Gehen oder ist das Laufen? Meter pro Sekunde. Warte, Meter pro Sekunde? In Meter pro Sekunde. Ja, genau. Wie schnell darf man mit dem Auto in einer Spielstraße sein? Darf man auch KMH sagen? Ja, wenn das richtige Ergebnis ein Meter pro Sekunde ist, ich muss es gleich sonst umrechnen, einmal schnell. Ja? Hä, du hast gesagt Meter pro Sekunde, nicht KMH. Tjan? Ich muss in KMH, kann auch in KMH sagen. 5 bis 8. Nee, ich brauche jetzt eine Antwort, eine finale Antwort, richtig. Achso, ja, dann 6. 6. 6 KMH. Was ist das Meter pro Sekunde umgerechnet? Soll ich das jetzt sagen? Ich habe Mathe, habe ich geschwänzt? Das ist falsch. Tjan, du darfst einen zweiten Knopf drücken. Suche einen Knopf aus, Tjan. Oh mein Gott. Ich nehme den. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte einfach 5 Meter Spannung steigt, ne? Spannung steigt. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt den richtigen Knopf zu finden, ist über keine. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Autos gibt es in Minecraft keine. Dafür können einige Mobs gezähmt und mit Hilfe eines Sattels geritten werden. Neben Pferden, Striden und Schweinen sind es noch einige weitere. Die Frage ist, wie viele reitbare Mobs gibt es insgesamt an der Zahl? Vom Spieler reitbar. Ja. Wie viele reitbare Mobs vom Spieler gibt es insgesamt? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Tjan, eins, sind 6. 2. Ich hätte auch 6 gesagt. Ich hätte auch 6 gesagt. Es gibt Pferd. Ja. Strider. Ja. Schwein. Ja. Kamel. Ja. Lama. Trader-Lama. Oh mein Gott, es sind 7. Esel, es sind 8. Maultier. Was für Lama, Trader-Lama, Joe, du. Doch, Tjan. Esel, Maultier. Du darfst den Knopf drücken. Oh mein Gott, ich hätte auch 6 gesagt. Ich hatte Lama nicht bedacht. Ich hatte Lama nicht bedacht. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass was passiert. Oh. Ich drück lieber gar nicht, dann ist es viel besser. Oh mein Gott, Jan! Du stellst dich gut an. Oh mein Gott, Jan! Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, mein Lieber. So sieht's aus. Er spielt mit dem Feuer. Okay, ich bin okay. Der Hölle, oh mein Gott, vergessen. Oh mein Gott, der Hölle. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Wo wir schon beim Reiten sind. Jeder, der schon einmal ein Tier geritten ist, weiß, wie wichtig es ist, nicht unkontrolliert herumzureiten, sondern es ist, die Kontrolle beizubringen. Schweine können in Minecraft mittels einer Karottenroute gesteuert werden. Fungusangel. Nennt man die so? Was benötigt man, um einen Strider sicher durch die Lava zu navigieren? Richtig, es ist die Fungusangel, die Wildbisbutte. Sehr gut. Let's go! Tjan, drück! Oh mein Gott! Schön, Junge! Schön! Oh mein Gott! Das Problem ist, wenn du nachher dran bist, Space, du weißt, ne? Oh mein Gott! Tjan, entscheide weise. Bitte, Tjan! Ich nehme. Bitte, drück! Ja, du hast! Genau der ist es! Der ist nein! Nein, das ist doch, der! Doch! Nein! Du wurdest verarscht, du hast, das ist richtig. Hä? Joe hat's an Bord. Komm weiter. Oh mein Gott. Alter, hast du mich hops genommen, Joe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir haben noch ein paar Fragen. Hast du mich hops genommen gerade? Oh mein Gott, ich schwitze so hart, ne? Meine Hände sind nass, ne? Ich bin richtig aufgeregt. For real, okay. Es geht um so viel. Lass einfach Joe runterschubsen. Nein. So, es geht weiter. Wenn man dann mit seinem Strider durch die Nether reitet, trifft man öfters auf eine Bastion. Groß und gefährlich, krasser Loot. So kann man diesen vermutlich am besten beschriebenen, apropos Loot, die Wahrscheinlichkeit, ein Enchanted Golden Apple in einer Bastionsküste zu finden, ist vergleichsweise hoch, nämlich... Keine Ahnung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Tja, 5%, oder? 5%. Bastionkiste zu finden. 5% sind's. Ich glaube, es sind 5%. Dann drück doch, sag's. Ich sag, es sind 5%. Wir brauchen jetzt die Antwort, die am nächsten dran ist oder die richtige Antwort ist. Okay, also ich kann kurz Kontext sagen. Ich speedrunne bestimmt schon hunderte Stunden dieses Spiel und ich habe noch nie einen gefunden. Über 100.000. Doch schon, ich schon. Okay, wir machen folgendes. Space, Tjan, ihr schreibt ein Guess in den Chat und ich sage Go, dann sagt ihr Enter und drückt ihr Enter, okay? Quasi. Okay. Und wir gucken, wenn der dran ist. Seid ihr bereit? Okay. Schreibt den Guess rein. Ja. Ihr habt den Guess reingeschrieben. Ja. 3, 2, 1, go. Es sind 6,5%. Space ist näher dran. Ja! Dann du darfst. Space! Oh mein Gott! Ich habe 5 Knöpfe gedrückt jetzt! Oh mein Gott! Was willst du? Oh mein Gott! Mit 5% war ich gar nicht so schlecht dran. Ich glaube das nicht. Ich weiß, welcher Knopf es ist. Du hast ihn noch nicht gedrückt. 6,5%? Das ist doch das. Drück hier drüben. Drück der, hier rechts. Vertrau mir. Die ganze Zeit, dass ich den hier drücke. Ja, ich habe eben schon angetäuscht. Tu es. Das ist der TNT-Knopf, Space. Ja. Nein, ist es wirklich nicht. Vertrau mir. Nein! Nein, Tjan, nein! Ja, tu es! Nein!
Ja! Scheiße! Scheiße! Wie viel Glück hast du denn? Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, das heißt, ich muss gleich einmal drücken. Tjan, wenn du die Frage jetzt richtig machst, hat Space die Wahl, ne? Richtig. Oh mein Gott, das ist das Gemeine bei diesem Spiel. Das heißt quasi. Oh mein Gott, ich hasse alles. Mit jeder Runde wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass man den richtigen Knopf drückt. Bitte, okay. Joe, bitte, Joe. Mach nicht diesen. Goldäpfel beschenken einen nicht nur mit unendlichen Reichtum, sondern mit unendlich praktischen Effekten. Doch der OP-Goldapfel ist dem normalen auch in diesen Punkten deutlich überlegen. Wie viel Absorptionsherzen gibt ein Enchanted Golden Apple im Gegensatz zu einem normalen Golden Apple? Im Gegensatz? Jan. Kurze Zwischenfrage. Im Gegensatz heißt mehr als oder insgesamt? Im Vergleich zu den normalen. Im Vergleich zu den normalen? Wie viel Absorptionsherzen gibt ein Enchanted Golden Apple im Gegensatz zum normalen Golden Apple? Da heißt das, wie viele mehr als der normale oder? Der braucht aber echt lange zum Antworten, ne? 5, 4. Ja, dann sage ich jetzt, drei, wie viel insgesamt? 6. Und im Gegensatz sind das? 4. Also die 6, 7, 8, weil du hast ja 2 Herzen. Das ist 8. Tjan, das ist falsch. Hä, warte mal. 8 im Vergleich zu den normalen mit 2 Herzen. Ich dachte, man hat 6. 8. Tjan, ich glaube, es sind noch 3. Wie viele Knöpfe sind noch da? 3, ne? Drück den rechten, vertrau mir. Drück den rechten, vertrau mir. Vertrau mir. Ich hatte keine Ahnung mehr. Ist das geil? Vertrau mir. Der rechte. Ja. Tu es. Du kannst es nicht sehen. Welcher Knopf das ist. Nein, es ist der rechte. Ja! Das gibt's nicht. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott. Nein! Okay. Oh mein Gott, es ist einfach gar kein TNT drunter, Essen. Ne? Ja. Es ist TNT drunter. Ihr habt wirklich nicht den Knopf gedrückt. Scheiße! Apropos Essen. Es gibt sie nicht im Kreativinventar. Sie kann aber hergestellt, mit Dorfbewohnern gehandelt und in Truhen von Schiffswracks oder antiken Städten gefunden werden. Es ist die Rede von einer Suspicious. Oh mein Space. Gott, nein. Oxidacy. Welche Möglichkeit besteht darüber hinaus, eine solche zu bekommen? Das Melken einer, das ist leider falsch gewesen, also quasi Space, du musst drücken. Du bist, das hast du so verdient, ey, komm. Scheiß. Nein. 50-50. Nein, bitte nicht. Nein. Warte, was war die Frage nochmal? Die Frage war gewesen, welche Möglichkeit besteht darüber hinaus, eine solche zu erhalten? Das Melken einer zuvor mit Blume gefütterten braunen Mushroom mit einer Schüssel. No way. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die nächste Frage. Oh mein Gott, nein! Nein! Jan, das kann nicht das sein! Ist nicht das euer kann nicht Ernst. Sein! Das kann nicht sein! Du verarschst uns doch, Joe! Die wussten nichts davon. Ich hab denen das nicht gesagt, welche Knopf ich wusste echt nichts. Ihr habt Glück gehabt. Ja, das ist der Knopf, der auslösen wird. Junge, nein! Der nächste stirbt! Ey, ich habe genau 8 Fragen vorbereitet. Das ist die letzte 8. Frage jetzt. Alter, ihr habt bis zum Ende durchgezogen. Hier kommt die letzte Frage. 20.000! Der nächste muss drücken, okay? Oh nein! Das sind die Spielregeln. Ja, Minecraft hat schon kuriose Eigenschaften und Spielmechaniken und deswegen lieben wir dieses Spiel. Einer meiner Lieblingsmobs ist der Evoker, ein sehr mächtiger Magier. Doch er hat auch einen kleinen Trick, bei welchem wir ein lautes Wololo von sich gibt. Wann macht er das? Wenn Tjan in der Nähe ist? Also ich weiß, was es ist und ich habe das auch schon oft erlebt. Ja, was sag's doch. Wir reden aber davon, wann er das generell macht. Wann macht er das? Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten dafür. Wenn man ein blaues Schaf in ein rotes verwandelt. Das ist richtig. Oh mein Gott, nein, stimmt. Oh mein Gott, Trick. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. Ja, ich hab das. Goodbye. Wololo. Da da da. Da 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 da. Es war wirklich Tinte drunter! Es war ja wirklich Tinte drunter! Also! Herzlichen Glückwunsch, Space, zum Gewinn! Na! Ja! Oh mein Gott, ich hab's dir wirklich nicht geglaubt, dass Tinte drunter ist, ne? Ich hab's dir nicht geglaubt! Scheiße! Sonst macht's ja keinen Spaß. Das war sehr, sehr spannend. Alter! Ich bin Game Show Gewinner. Oh mein Gott, let's go. Es ist passiert. Einzige, was ich jetzt als Preis für dich habe, ist dieses Redstone.
Lichtjan oh mein gibt Gott. Es eine Teilnahmeurkunde und dieses mein Gott, danke. Junge, Dank. Ich hab's dir nicht geglaubt, Joe, dass man wirklich explodiert, ne? Ich hab's dir einfach nicht geglaubt. Wirklich, als da so noch drei über waren, ich hab nicht verliebt. Möchtet ihr mehr Game-Shows hier haben mit lustigen sadistischen Spielen? Ja, bitte, bitte. Liebe Zuschauer, wollt ihr das auch? Warum war das so spannend? Okay, Tian, noch eine Sache müssen wir machen, oder? Eine Sache müssen wir machen. Ja, müssen wir. Ja, müssen wir. Let's go! Der Game Master Let's wurde go. Eliminiert. Der Game Master wurde besiegt. Also Tian, ich würde jetzt Space killen, um deine Ehre wiederherzustellen, ne? Nein, nein. Du bist ein ehrenhafter Gewinner, Tian. Du bist ein ehrenhafter Gewinner. Tian! Tian, ich hab created ein Item! Ich hab created ein Item! Welches? Okay, dein Magnet. Welches Item? Dein Magnet. Welches Item? Deinen Magneten! Für wie viel? Für 25.000. Für 20.000. Machst du das wirklich? Nö. Du stirbst. Du bist tot. Okay, kostet 20.000? Ja. Okay, das ist cool. Machst du es wirklich? Tust du es? Warum willst du mich töten? Sei ein ehrenvoller Gewinner, Tja. Verliere, Tja. Deine Seele wird gefressen. Das passiert, wenn du dich mit dem Höllenfürst anlegst. Der Höllenwitz ist das. Der Höllenfurz ist das. Hörst du das? Hörst du das, Tjan? Ich höre das und nehme es zur Kenntnis. Wo bist Was? Du denn? Wo bist du? Was für eine Pussy. Hops genommen, Tjan. Oh mein Gott. Wo ist er? Hops genommen habe ich dich. Wo ist er? Hops genommen. Wo bist du? Ich habe dich besiegt. Ich habe dich hops genommen. Ich hatte noch eine Idee für eine lustige Show, was man auch machen könnte, ist, dass man quasi drei Leben hat und jedes, also man steht quasi irgendwie auf so einer Trapdoor, die einen dann quasi in Lava fallen lässt und so. Und jedes Mal, da ist ein Dropper und Dispenser, der spuckt dann halt immer ein weiteres Item aus und wenn ein spezielles Item ausgespuckt wird, dann... Die Höllenwurst. Er macht meinen Stream auf. Oh mein Gott, er macht meinen Stream auf. Oh mein Gott, er macht meinen Stream gerade aus. Oh mein Gott, Jan, du bist so ein Ehrenloser. Achso, doch. Du bist so ein Ehrenloser. Warte mal, woher weißt du, dass der den Stream aufmacht? Das heißt, du hast den Stream ja auch offen. Genau, ja. Hab ich. Siehst du? Wo ist er denn? Och Mann, ja, okay. Ich töte es, ich lass es. Ja, mach's bitte, Jan. Nee. Bitte, Jan. Junge. Du bist so ein Hund. Ich höre auch im Fullcam Scheiß auf dich. Ja, jetzt macht er auch. Er macht auch Fullcam an. Ja, such mich doch, Tian. Such mich doch. Oh Na, wo Gott. Bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Na, was denkst du? So, ich bin Cam-Account. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du Höllenwurst! Tian! Bitte! Du schaffst das, Tian! Oh mein Gott, was tust du? Mach ihn weg! Oh mein Gott, ich hab mein Herz! Bitte! Ja. Wo? Wo bist du? Wo bin ich nur? Er ist bei mir hier hinten. Da ist er, vor dir, links. Unter der Plattform ist er, glaube ich. Ihr seid süß, ihr beiden. Wo bist du? Oh mein Gott. Komm her! Nein! Was? Was hast du zugebaut? Junge, du Höllenwurst! Du hast Hilfe vom Fuchse bekommen. Oh mein Gott, sie ist so gut. Das wird ein Nachspiel haben, Fuchse. Töte sie. Sie ist gegen dich. Ich bin für dich, Tian. Du hast gewonnen. Du bist ein Ehrenvoller. Du hast gewonnen, Space. Dankeschön, das freut mich. Wir haben Frieden, ja? Joe! Da muss ich keine Angst haben, ist schon. Oh mein Gott! Widerling! Bah! Nun. Ey! Das ist der Dank-Space. Boah, ist das ein Widerling. Das ist der Dank für die tolle Game-Show. Du tötest ihn. Ja. Wir haben ihn doch gerade schon gemeinsam getötet. Content-Embargo, ich strike dich morgen weg. Junge, das schießt andere Filme, ne? Das nächste Mal, Alter, ich hab so viele Devs, das kann nicht wahr sein. Wir battlen wieder, okay? Wir machen Revanche. Ja, wenn ihr möchtet, mache ich euch gerne noch eine... Aber dann muss es um was gehen. Wollen wir vielleicht... Habt ihr beide ein legendäres Item? Ja, wollen wir vielleicht um irgendein legendäres Item battlen von euch? Irgendwie, es muss ein gleich hoher Einsatz sein, damit es schön auch wehtut. Boah, das ist hart, ne? Aber ich wäre dabei. Ja, ich habe auch also ich würde etwas vorbereiten, bei der ein Item kaputt gemacht wird. Ey, das ist voll böse. Fragerunde mit Joe. Nee. Definiere Spaß, wenn andere leiden. Und jetzt schaust du meine anderen Minecraft-Elements-Videos.